Und damit herzlich willkommen zu dem ersten Teil der Hunter News. Heute am 21.09. Mittwoch. Ja, was gibt es Neues? Zuerst mal ein neues Spielzeug für uns alle. Ein neuer Bogen im Shop erhältlich, kostet 500 EMS. So sieht er auf dem Bild aus. Und so sieht er gekauft und in der Hand des Spielers aus. Dieses ist ein Community-Bogen aus dem aus dem Hunter. Ich werde euch den Namen hier auch noch einblenden. Ja, dann wollen wir ihn, wollen wir ihn mal schnell laden. Pfeile rein. Es ist also ein verstärkter Recurve-Bogen oder ein schwerer Recurve-Bogen. Wow. Geil. Mal von weiters weg. Schulterblatt, okay, das war jetzt nichts. Ah, Mist. Wow, okay. Schauen wir mal, wie weit wir mit diesem Bogen kommen. Okay, er ist ein wenig tricky, wie die anderen Recurve-Bogen auch, aber es sollte, glaube ich, kein Problem sein mit dem Körper. Okay, mit dem Bogen klarzukommen. Jawohl, rechte Lunge, Leber. Okay. Was ist noch Neues? Bugfixes sind noch gekommen. Dann haben sie die Morschni-Hühner ein wenig verändert in dem Fluchtverhalten bzw. in dem der Zusammenführung, also dass die dann sich wieder auf irgendeinem Punkt zusammenfinden werden. Ja, und jetzt werde ich mal gucken, ob ich nicht hier noch irgendwelche Tiere in Aktion für euch finde. Jawohl, und das hat jetzt schon einigermaßen funktioniert.
Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von die Hunter News heute am Donnerstag, den 22. September. Ja. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, heute kam leider nichts raus. Das lässt darauf schließen, dass es entweder nichts Neues gibt oder dass wir möglicherweise demnächst eine Ankündigung für die neue Karte, aber wie gesagt, dies sind im Moment Spekulationen von mir. Vielleicht das, was ich gestern habe, ich es glaube ich vergessen, es wurden gestern auch noch zusätzlich zu dem neuen Bogen, den ich ja euch im ersten Teil vorgestellt habe, die ein paar neue Missionen eingespielt, und die heißen traditionelle Bogen. Die erste Mission habe ich jetzt schon hinter mir. In dieser musste ich ein Waldkaninchen erlegen mit dem Langbogen aus 15 Metern sowie einen europäischen Hasen und einen Schneeschuhhasen. Alles aus mindestens 15 Metern mit dem Langbogen. Ja, und nun bin ich, wie ihr nicht seht, natürlich an der nächsten bzw. an der übernächsten Mission dran, und ich muss mit dem schönen, diesem hier Cableback Bow oder kabelgebundenen Bogen einen männlichen Elch schießen. Ja, das von mir. Wenn es weitere Neuigkeiten gibt, werde ich euch selbstverständlich sofort darüber informieren. Bis dahin habt Spaß mit dem neuen Spielzeug, dem schweren Recurve-Bogen. Ich wünsche euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao und tschüss.